Triple-Man, inklusive Bildung ist ein Menschenrecht. Also wird es Zeit, dass man über Grenzen denkt. Von der UN in einer Konvention verankert, liegt es an uns, dass Inklusion seinen Platz hat. Viele denken nur noch an Karriere und Job und haben ein Thema Inklusion noch eine Barriere im Kopf. Warum was ändern? Das alte System hat sich bewährt. Ich geh nicht neue Wege, denn die sind zu beschwerlich. Ehrlich? Man kann nur hoffen, dass damit bald Schluss ist. Ansonsten bleibt das Bildungssystem alt und verkrustet. Man muss klar machen, Inklusion bedeutet Teilhabe für Erwachsene, Kids und Co. Inklusion schafft Zugehörigkeit, das Gegenteil von Ausgrenzung. Ey, du bist nicht allein, völlig egal, ob mit oder ohne Behinderung. Das Wir steht im Mittelpunkt. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu reimen, doch zu diesem Thema gibt es zu viele Vorurteile. Deshalb muss ich jetzt auch mal das Wort ergreifen, um zu differenzieren wie Forschungszweige. Erstes Vorurteil: Förderschulen würden besser fördern. Genau, und man nimmt nicht zu durchs Essen von Burgern. Fakt ist, inklusive Schulen erhöhen die Abschlussrate von Schülern und sie damit ihren Handlungsrahmen. Schau mal Kanada, das Land der Inklusion. Seit Jahren sind dort Schulen inklusiv, Hammer war. Und weil man dort Chancengleichheiten wiederfinden kann, führt Kanada auch fast die PISA-Liste. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Vorteil Nummer 2, Inklusion würde dem Kind schaden, doch Studien sagen, dass das überhaupt nicht stimmt. Fakt ist, wir gingen inklusive Klassen und können rückblickend sagen, niemand kam zu Schaden. Vorteil Nummer 3, Inklusion sei Gleichmacherei. Fakt ist, auch wenn es manche nicht peilen, Kinder lernen individuell. Nicht eine Größe für alle, sondern für jeden das Tempo speziell. Egal wen du grad liebst, ob Mann oder Frau, und egal wo du herkommst und an was du glaubst. Egal ob arm oder reich, groß oder klein, schwarz oder weiß, Inklusion heißt, wir sind alle dabei. Yeah, viele Leute sagen, Inklusion ist Wunschdenken und platte Illusion. Richtig ist aber, die Inklusion heißt etwas bewegen, denn sie bringt den Schwung. Korrekt ist bei der Inklusion, sie ist für alle eine Win-Win-Situation. Also willst du etwas ändern, geh in diese Richtung. Schließ dich uns an und setz auf inklusive Bildung. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss